Auch diese Woche versammeln sich Anhänger der Gruppe Leipzig gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz Legida, am Augustusplatz in Leipzig. Ein Umzug über den Innenstadtring wurde jedoch verboten. Die Stadt beauflagte die angemeldeten Demonstrationen, weshalb Legida-Anhänger auf dem Augustusplatz verharren mussten. Im Wesentlichen hoffen wir als Polizei natürlich auch, dass sich die Versammlungsteilnehmer beider Seiten vernünftig verhalten. Allerdings zeigen die Ereignisse vom 12. und vom 21. Januar durchaus, dass beiderseits auch Personen dabei sind, die Gewalt suchen und auch gewaltbereit agieren. Insofern müssen wir uns als Polizei auch heute Abend darauf einstellen, dass eventuell die Auseinandersetzung gesucht wird. Und dementsprechend sind zahlreiche Polizeibeamte auch vor Ort. Um kurz nach 18 Uhr scheint der Augustusplatz noch menschenleer. Im Laufe des Abends finden sich dann rund 1500 Legida-Anhänger zusammen. Deutlich weniger als letzte Woche. Rund 2000 Polizisten versuchen Legida und Gegendemonstranten durch Straßensperren voneinander zu trennen. Vereinzelt werden jedoch Blockaden durchbrochen. Es kommt zu kleineren gewaltsamen Auseinandersetzungen und zu Festnahmen. Es gibt einfach die Bestrebung der Gegendemonstranten, auch der unfriedlichen Gegendemonstranten, diesen Platz, diesen Augustusplatz, diese genehmigte Aufzugsfläche oder Kundgebungsfläche des Legida-Bündnisses zu betreten und irgendwie zu blockieren und zu stören. Da gilt es natürlich, die entsprechenden Störungen zu unterbinden, und das haben wir dann dementsprechend auch getan. Die Gegendemonstranten zeigen in der dritten Protestwoche nur wenig Ermüdungserscheinungen. Rund um den Augustusplatz finden sich ungefähr 5000 Menschen zum zentralen Gegenprotest zusammen. Unter ihnen die studentische Initiative Legida läuft nicht. Das Gefährliche ist, glaube ich, dass Legida ein Klima der Angst, des Rassismus und der Gefahr für alle, die nicht in ihr Weltbild passen, auf die Straße trägt. Wir haben es gesehen, die Anzahl rassistischer Übergriffe ist in ganz Deutschland gestiegen, seitdem es die Pegida-Bewegungen gibt. Auch Britta Tadiken, Pfarrerin an der Thomaskirche, engagiert sich innerhalb der Initiative Willkommen in Leipzig. Sie möchte ein Zeichen setzen für Weltoffenheit und Toleranz. Also so wie ich es sehe, ist es ja deutlich, dass Pegida in Dresden sich im Moment selbst zerlegt. Und ich denke, mit Legida wird es hier bald vorbei sein, denn es ist ja deutlich zu sehen, diese Bewegung kommt nicht aus Leipzig, sie wird nicht von Leipzigern getragen. Und ich denke, wir werden heute Abend den Abgesang erleben. Legida-Initiatoren waren zu keinem Interview bereit. Sie haben bereits für jeden Freitag bis zum Ende des Jahres weitere Kundgebungen angemeldet. Es wird sich zeigen, wie oft sich Leipzig auch in den nächsten Wochen noch auf Protest und Chaos einstellen muss.